Es wird auf jeden Fall auf YouTube hochgeladen, die Battlefield-Folgen. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Weil die waren so lustig. Ich habe meine Tochter gefunden. Ja, er befindet sich im Trance, wissen wir schon. Aber irgendwie... Können wir hier irgendwas... Warte mal. Zunge. Um die Trink... was? Tinktur der Regeneration herzustellen, benötigt man Ohr, Drachenschuppen, Eidechsenzunge und Haarlocke. Wir brauchen ein Ohr und eine Drachenzunge. Eine Drachen... Was war das nochmal? Eine Drachenschuppe. Wo soll ich denn das bitte hernehmen? Toll. Gibt es ein Wimmelbild? Warte mal. Irgendwo... Nein. Hier war irgendwo... War das hier? Nein. Wimmelbild? War das hier? Ich habe keine Ahnung. Dann dürfen wir wahrscheinlich wieder woanders wimmeln. Die Frage ist nur, wo? Hier vielleicht nochmal? Hier vielleicht nochmal? Ja, hier geht's los mit weiter Wimmeln. So, menschliches Auge. Himmelssphäre. Zinnsoldaten 0 von 3. 1, 2, 3. Knochen, Eckzahn, Pi. Was ist denn bitte ein Pi? Was ist denn bitte meiner Meinung nach ein Pi? Ein Haken und Ohr ist vielleicht ganz okay, aber ein Pi, was ist denn bitte ein Pi? Pi ist 3,15.765.4321 oder so, keine Ahnung, von Mathematik, ja, da habe ich noch ein bisschen, da habe ich aufgepasst, aber, was ist denn bitte in einem Videospiel ein Pi? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Knochen, was? Knochen, 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 hier? Das war ein Eckzahn. Eine Schatulle, hier oben. Nein. Hier. Nein. Hier. Nein. Okay, hier. Ja. Ein Kompass. Kompass ist, eine Himmelssphäre. Was verstehen die denn bitte unter Himmelssphäre? Das hier vielleicht? Ja, war klar. Ein Weidenkorb, ein Steinbock. Das ist ein Weidenkorb. Das ist kein Steinbock, das ist ein Stier. Steinbock ist das, das. Ach, das ist Pi gewesen. Ach, guck an. Kompass, Steinbock und Knochen. Knochen? Hier? Das ist der Knochen gewesen. Kommt man gut erkennen im Übrigen. Kompass? Kompass? Hier, Kompass? Genau dieses Pi-Zeichen mittig links. Habe ich schon gefunden, aber danke, Zeus. Haken. Da ist der Haken. Ich sehe ihn schon. Kompass und Steinbock. Steinbock damit gemeint das Sternzeichen? Oder was ist damit gemeint? Das ist wieder die Frage. Weil das ist es nicht hier. Das ist ein Stier. Das ist hier ein kleiner Käfer. Brüllkäfer. Kompass brauchen wir auch noch. Wo könntest du sein? Ich suchte dich überall. Doch, was ich... Da ist der Steinbock. Ich glaube es nicht. Alter, wie mies das ist. Einfach hinter der Spitzhacke. Wie gemein. Jetzt fehlt nur noch der Kompass. Doch, ich brauchte einen Kompass. Doch, ich fand ihn nicht. Dieser Kompass war so unmöglich zu finden. Doch, die Aufgabe war leicht. Ich hatte meine Zuschauer im Stream. Und sie waren für mich da. Wenn sie mal schreiben würden. ganz ehrlich gesagt, wo soll ich denn den Kompass finden? Hier? Das war kein Kompass. Das war ein Zirkel! Aber egal. Wir wissen ja bei dem Spiel... Ja, ja. Es passt schon alles. Nee, warte. Wo war denn das? War das hier? Ja. So, da haben wir wieder ein Ohr, was wir hinzufügen. Jetzt brauchen wir noch eine Schuppe. Ja, ja, befinden sich noch in Trance. Ja, ja, ja. Mhm. Da können wir hin. Da ist der Diamant in Quallen, wo wir nicht reingreifen können. Weil der Qualm muss ja...
der Qualm uns ja angeblich angreift. Aber ich sag dazu gar nichts mehr. Hier noch ein Wimmelbild. Okay, nein. Es muss anscheinend in der Nähe sein. Vielleicht hier nochmal. Da haben wir ja schon, glaube ich. Das geht nicht, ne? Vorhang ist zu stark. Jo, jo, jo. Das haben wir auch schon. Das haben wir auch schon gelesen. Das ist es. Nee, das ist nicht. Hier vielleicht. Ich gehe noch mal hier gucken. Nein, hier ist kein Wirbelbild. Hier vielleicht jetzt. Ich frage mich, was wir mit dem Eispickel machen sollen. Vielleicht in die Nase bohren, weil wir zu viel Langeweile haben und weiß es ja nicht. Also weit weg kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, irgendwie. Ne. Ich glaube, hier haben wir alles abgegrast. Ich glaube, wir müssen schon auf der Insel bleiben. Ah. Mir juckt meine Nase, Alter. Ich habe keine Ahnung, warum. Haben wir schon gelesen, haben wir schon gemacht, haben wir schon gelesen. Das funktioniert nicht. Achso, das ist der Schreibtisch, den haben wir schon. Okay, hier gibt's nichts. Das funktioniert auch nicht, ne? Ja, ich brauche etwas Stabiles. Verstehe. Was Stabiles. Nimm doch einfach irgendwas. Ist doch scheißegal. Nimm doch irgendwas. Guck mal hier. Sieht so ein bisschen aus wie eine Tasse von den Werbungen, ne? Immer zweimal mehr wie du. Sonst kann ich hier nichts tun, ne? Oh, die Frotflinte, die Frotschlinte, wollte ich jetzt gerade sagen. Mein Gott, was ist los? Die Schrotflinte wollte ich jetzt gerade nehmen. Einfach an den Kopf halten, damit ist das Spiel endlich vorbei. Guck mal, die Schlange, wie die hier sitzt. Schwänzchen raus und einfach so gekrümmt. Nein, das braucht er nicht. Hier vielleicht nochmal ein Wimmelbild. So langsam bin ich überfragt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Einige Teile fehlen doch. Ja, toll. Ich hab keine Ahnung warum. Und ich habe keine Ahnung warum, weil ich so müde werde. Ich weiß nicht warum. Hey, ein Wimmelbild. Ich werd bekloppt. Yeah. Royal Flush. Das ist eine Karte. Da auch nochmal. Das ist der Royal Flush. Wir brauchen ein Fernrohr, ein Ohrring, ein Putztuch, eine Glocke, ein Tabak, ein Pferd, das ist Tabak. Ein Pferd, eine Glocke, Schlüssel, Putztuch, Ohrringe, Siegerling, Fernrohr, weißer Würfel, Korkenzieher und Edelsteinbeutel. Edelstein? Edel. Beutel? Beutel? Das war Siegerling, okay. Da, Edelstein, Edelstein, Beutel, Fernrohr, Glocke, was war noch? Pferd, da ist das Pferd, Ohrring, Ohrring, hier, Putztuch ist da, habe ich vorhin schon angeklickt, hat er nicht angenommen, Schlüssel, Korkenzieher ist, das ist ein Messer, ne? Das war ein Korkenzieher. Weißer Würfel ist hier. Das war's, ne? Das ging ja schnell. Ein Fernrohr. Ein nützlicher Gegenstand. Fernrohr. Ich weiß wofür. Nein.
Weißt du, das kann er machen. So, so weißt du, solche dicken Dinger mit so einem Spitzpickel, weißt du, solche dicken Dinger raushebeln, aber eine so eine dünne Fliese. Nein, das geht nicht. Nein, natürlich nicht. Hätte nur Papierhände. Ja, und jetzt? Toll. Jetzt habe ich eine Münze. Super. Kann ich denn... Damit sind wir auch schon durch dann. Okay. Jetzt muss ich tatsächlich zurück die Münze einlegen. Ist das euer Ernst? Weil ich habe sonst nichts im Inventar. Hier ist eine Münze. While Remington's and Mary's love was becoming mutual, Mary's father was preparing a coalition of military forces to rescue the girl. The grim Baron Bannister had only recently come into money and power and was still greedy for more. He was planning to kill three birds with one stone. Liberate his daughter, kill the fearsome pirate, and save the ransom. Oh mein Gott, ich bin so überwältigt von der Story. Ich bin so außer Fassung gerissen. Jetzt möchte ich mich gleich ertrinken. Ja, ich habe keine Ahnung. Wir haben nichts mehr im Inventar, ne? Was soll man denn jetzt tun? Der Rahmen vom Porträt fehlt. Warum? Ich frage mich, warum? Ich habe keine Ahnung, warum. Wimmelbild hier oben vielleicht nochmal? Nein, geht nicht. Okay. Da kann man die Karte lesen. Das ist schön. Hier vielleicht nochmal irgendwas. Wo soll ich denn bitte... Ja... Drachenschuppe herbekommen, ganz ehrlich. Woher? Ein Knochenhebel. Ernsthaft? Captain Remedying und Gräfin Mary. Zu glücklichen Zeiten. Ich frage mich, ob sie die Augenhöhle zufällig als Hintergrund ausgewählt haben. Kann ich was machen hier? Ernsthaft? Jetzt muss ich echt noch einen Knochen finden. Ach komm. Ist kein Knochen mehr. Da befindet sich ein Schloss in dem Schädel. Vielleicht nochmal ein Wimmelbild jetzt vielleicht nochmal. Warte mal. Hier vielleicht nochmal ein Wimmelbild hier oben. Nein, ist keins. Weil normalerweise, wenn man was aktiviert, taucht ja vielleicht irgendwo ein Wimmelbild auf, was man vielleicht lösen kann, um vielleicht ein neues Hilfsmittel zu bekommen. Aber wir sind ja momentan gerade ohne Gegenstände, obwohl hier so viel rumliegt, weißt du? Aber egal, weißt du, die kann es einfach nicht. Die nimmt einfach nichts mit, ne? Das hatten wir alle schon. Ja, ja. Keine Ahnung. Hier kommen wir auch nicht weiter. Das können wir immer nicht nutzen. Die Statue fehlt ganz offensichtlich ein Arm. Da ist eine Hand mit dem Arm. Da ist eine andere Hand mit dem Arm. Was braucht die noch für einen Arm? Ich habe keine Ahnung. Wofür vor allen Dingen die Statue? Aber okay. Ernsthaft, jetzt müssen wir echt zurück. Ich bin gespannt, wo wir hin müssen. Hier vielleicht. Ja, ein Wimmelbild. Yeah. Knochenhebel. Den brauchen wir wahrscheinlich gleich. Galgenstrick ist hier. Schwalbe. Knopf. 1, 2, 3.
Und sogar einen Oktopus habe ich sogar. Eine Sonde brauche ich noch. Eine Keule. Das ist eine Keule. Ja. Stier, Pilze. Heißt der Stier? Sonne? Pilze? Ja. Feder. Brauchen wir noch eine Feder? Hm. Wo ist die Feder und die Schnecke? Da ist die Schnecke. Dann brauche ich noch die Feder. Das ist eine Schwalbe gewesen. Fledermaus ist hier. Hab ich schon gesehen. Knochenhebel. Hier. Da ist der Knochen. Das ist der Knochen. Das ist der Knochenhebel. Okay, dann nicht. Hier vielleicht. Nein. Hier vielleicht. Nein. Hier. Nein. Hier. Nein. Hier. Nein. Wir liegen überall so viele Knochen rum. Feder. Wo ist denn bitte eine Feder? Da ist die Feder. Aber wo ist der Knochennebel? Und vor allem, wie sieht bei denen ein Knochenhebel aus? Hier liegen so viele Knochen rum. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Da vielleicht. Nein. Hier. Nein. Doch, da. Alter. Knochennebel. Jawohl, gut gemacht. Ein nützlicher Gegenstand. Ein Knochennebel. Juppie. Ich feiere es ein bisschen. Das heißt, wir können jetzt endlich hier das Gemälde hochfahren. Gott sei Dank. Es wird auch Zeit. Wo geht's denn dahin? Oh mein Gott, in die Katakomben. Oh mein Gott. Bett. Was ist denn? Was ist das? Ich kann hier... Eine Urne fehlt. Okay. Im Hintergrund hört man irgendwie komischerweise irgendwie einen Flammenwerfer. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Okay, warte. Das löse ich mal eben schnell, weil es geht ja eigentlich relativ flott, ne? Eine Drachenschuppe. Oh mein Gott. Das heißt, wir können zurückgehen. Ich werde bekloppt. Nee, warte mal. Wann das? War das hier? Nee. Hier war das, ne? Yeah, cool. Hallo? Da ich mit schwarzer Magie nicht besonders... Was stand da? Warte mal. Nicht sonderlich gut auskenne, muss ich versuchen, in den Objekten einen Sinn zu erkennen, um sie zu verwenden. Das heißt, was muss ich denn... Was muss ich machen? Nein, es funktioniert nicht. Ich brauche hier etwas anderes. Ich habe keine Ahnung. Hier vielleicht. Das gibt's doch gar nicht. Haare. Ich muss die Haare erst mit einer Schleife und einem Zopf binden. Ernsthaft. Da ist ein Schlüssel. Kann ich den... Wo kann ich den Schlüssel mitnehmen? Kann ich ihn hier einfach im Inventar packen, in die Tasche? Das geht nicht. Warte mal, der Schlüssel vielleicht für das Schloss? Und jetzt? Ihr gibt eine tote Maus. Ist mit Spinnenweben und Staub bedeckt. Eine wahre Leckerei für eine Schlange. Kann ich nicht benutzen? Hallo? Die Klapperschlange ist völlig regungslos. Wie erhalte ich ihre Aufmerksamkeit? Hier, mit der Zunge. Mit den Haaren vielleicht? Oder mit der... Hier, zieh dir was an, du bist so nackig. Was kann ich denn hier mehr machen? Alter. Zieh der Maus einfach hier so ein Kleid an, dann passt das schon. Dann wird die Schlange darauf aufmerksam. Bett. Was ist denn?
Das sind zwei, was, Fächer, da die Schuppe und die Zunge abgebildet sind, was? Ach so. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Wer soll denn da bitte draufkommen? Ich brauche etwas anderes. Ich muss alle Zutaten hier reingeben. Linla, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Der Puppe fehlt ein Kleid. Ein Zopf. Achso, warte mal. Zopf hier. Hä? Achso, ich muss sie... Achso. Ein Knopf. Warte mal. Na, ist ja geil. Huch, was war das denn? Die Puppe ist noch nicht fertig. Das, hä, wofür brauche ich denn? What the fuck? Wofür brauche ich denn die Schleife? Hier, die Zunge, nimm die Zunge. Hier piekst die Schlange einfach tot. Fertig. Da kannst du auch so die Maus holen. Damit sie Sinn ergeben, die Objekte, ist klar. Hm. Der Puppe fehlt ein Kleid, ein Zopf, ein Auge und eine Nadel. Ja, die Nadel haben wir hier, aber die nimmt sie nicht, weil sie sagt, da fehlt... Der Puppe, die Puppe ist noch nicht fertig. Ja, Haare muss ich jetzt zusammenbinden, aber da brauche ich wahrscheinlich erst irgendwie, ich vermute mal, wahrscheinlich irgendwie ein Seil oder irgendwie eine Kordel oder so. Ja, jetzt spielt nur noch in der Luft. Ist hier noch ein Wimmelbild jetzt irgendwie vielleicht? Hier nochmal. Nein. Kamito, willkommen zur Let's Play Live Show. Alter, ihr seid verrückt, dass ihr euch sowas anguckt. Vielen lieben Dank und willkommen zur LPLS. Hier vielleicht. Katakomben. Hier der Geist. Der Geist ist in die Urne geflogen. Ich habe keine Ahnung, warum hier oben. Ich weiß es nicht. So. Massive Türen ohne ein sichtbares Schloss. Wie kriege ich die nur auf? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hier leuchtet irgendwie ein Totenkopf. Ich habe kein Inventarsachen in meinem Inventar. Ich weiß es nicht. Ich bin überfragt. Ich weiß es nicht. Ich, ja. Hallo? Hallo? Ich denke mal, wir brauchen mal ein Wimmelbild. Die Frage ist nur, wo? Hier vielleicht nochmal ein Wimmelbild? Hallo, Wimmelbild! Wimmelbild, oh Wimmelbild, Wimmelbild, oh Wimmelbild. Leid, liebe Hand. Ich habe leider nichts mit dabei. Ich finde, wir kommen super voran bei dem Spiel. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich glaube, auf dem Schiff ist eh nichts mehr. Ich glaube, so weit zurückgehen brauche ich gar nicht mehr großartig. Hier vielleicht. Nein. Okay. Ich bin echt überfragt gerade. Hallo? Wo kriege ich meine... Kann ich nichts machen, ne, oder? Eine Urne fehlt. Okay, dann müssen wir das wahrscheinlich richtig anordnen hier. Oh Gott, das wird ja... Oh Gott, da habe ich jetzt schon Angst vor. Muss ich ganz ehrlich gestehen.
Aber wie gesagt, morgen, morgen werde ich definitiv ausstreamen. Live. Morgen werden wir schon eher anfangen in der Let's Play Live Show. Morgen werden wir schon so gegen 17, 18 Uhr. Vielleicht auch sogar noch eher. Vielleicht so gegen 16 Uhr schon. Weil ich will morgen etliche Sachen aufnehmen. Vielleicht so gegen 16 Uhr schon. Müssen wir mal gucken. Deswegen könnt ihr euch aber darauf einstellen. Morgen geht es definitiv weiter mit Beyond Two Souls. The Order. Und auch hier dem Wimmelbildspiel. Da werden wir morgen definitiv wahrscheinlich weiterspielen. Kleine Zwerg, grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir morgen, ich denke mal so 16, 17 Uhr, werden wir wahrscheinlich schon anfangen. Werde ich aber nochmal auf Facebook ankündigen. Alter, ich komme überhaupt nicht weiter. Da müssen wir morgen mal nachgucken, wo es hier weitergeht. Hier war auch schon gewesen. Der Mond. Der Vormond wiegt ja viel Lüser, ja, ja. Nee, wie gesagt, morgen werden wir definitiv eher anfangen mit der Let's Play Live Show. Wahrscheinlich morgen schon. Im Übrigen, morgen ist Sonntag. Normalerweise ja nur Freitags und Samstags, aber gestern ist ja ausgefallen, weil ja mein Account gesperrt worden ist. Oder beziehungsweise ging mein Account ja nicht. Und da werden wir morgen weitermachen. Erstmal für dich auf YouTube. Vielen lieben Dank, dass du zugesehen hast. Wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder hier beim Wimmelbildspiel Nightmares from the Deep Heart. Nightmares from the Deep, the Crusade Heart. So. Und ja, bis zur nächsten Folge. Also, mach's gut. Ciao.